Das ist Klaus. Klaus findet Fitness ganz okay und hätte auch nichts gegen mehr Muskeln. Aber Hanteln stemmen und Eiweißdrinks kommen für ihn nicht in Frage. Die Drinks schmecken ihm nicht und das Training dauert viel zu lange. Und wenn Klaus etwas falsch macht, kann er sich dabei noch wehtun. Gibt es Fitness nicht auch anders? Klaus nutzt eifrig Facebook. Dort hat neulich sein Freund Udo einen Artikel über Bodyplate geteilt. Ein Ganzkörpertrainingsgerät mit einem vibrierenden Boden. In dem Artikel steht, dass das Training mit Bodyplate ganz schön effizient ist und man kaum Zeit dafür investieren muss. Super, denkt Klaus. Nur, wie es funktioniert, hat er noch nicht so ganz verstanden. Also geht er in das Bodyplate-Studio in der Nachbarschaft und lässt sich beraten. Die nette Trainerin erklärt Klaus, dass der Boden der Bodyplate-Maschine 25 bis 50 Mal pro Sekunde schwingt. Dadurch entstehen hohe Gehkräfte, die die Muskeln viel intensiver belasten als normales Krafttraining. Und so kommt es, dass man mit Bodyplate viel schneller Kraft aufbaut als etwa mit Hanteln. Das will Klaus ausprobieren. Und tatsächlich, nur 2x10 Minuten pro Woche, um seine Kraftausdauer, Schnellkraft und Beweglichkeit um 50% zu steigern. Sein Stoffwechselumsatz steigt nachhaltig und Klaus kann endlich sein Übergewicht abbauen. Die Bodyplate-Trainerin verspricht außerdem, Klaus vor jedem Schritt zu beraten und ihn intensiv zu betreuen. Klasse, denkt Klaus. Genau das, was er gesucht hat. 20 Minuten pro Woche opfert er gerne für seinen Körper. Bei den Ergebnissen...